Kollegin, sogar von der Fraktion. Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Jahren leiden viele Menschen in Syrien, im Irak unter dem Terrorregime von Daesh, dem sogenannten selbsternannten Islamischen Staat. Ebenso leiden viele Menschen in Syrien nach wie vor unter den Grausamkeiten des Assad-Regimes. Und ja, Daesh konnte im Irak und in Syrien zurückgedrängt worden. Es gibt wahrscheinlich nur noch ein Gebiet an der Grenze in der Wüste, wo sie noch die Herrschaft haben. Und dass Städte wie Mosul, wie Raqqa, wie Rawa nicht mehr unter ihrer Herrschaft sind, das ist sicherlich etwas, was gut ist, worüber man sich freuen muss. Aber es muss auch klar sein, dass man den Terror eben nicht militärisch besiegen kann, sondern nur politisch, und dass das auch immer nur der Anfang eines Prozesses sein kann. Giftgasangriffe, Fassbomben auf Marktplätze, unvorstellbare Brutalität gegen die Zivilbevölkerung, ein Ende der Gewalt in Syrien ist nach wie vor nicht in Sicht. Meine Damen und Herren, nach den schrecklichen Anschlägen in Paris, ja, brachte die Große Koalition dieses Mandat damals auf den Weg. Wir als Grüne, wir haben das wie alle Mandate, die Sie hier vorlegen, sehr sorgfältig geprüft. Und uns war auch klar, und das haben wir in jeder Debatte klar gemacht, ja, dass angesichts der Gräueltaten in Syrien, im Irak, angesichts der Anschläge in Europa, Tatenlosigkeit keine Option sein kann. Trotzdem haben wir Ihrem Mandat aber nicht zugestimmt, und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Es ist ein Einsatz im Rahmen einer Koalition der Willigen, in der unterschiedliche Staaten hochwidersprüchliche Ziele verfolgen, immer wieder ihre eigenen kurzfristigen Interessen über eine gemeinsame Strategie stellen, die den Menschen in Syrien und im Irak wirklich hilft. Und in diesem Umfeld liefert die Bundeswehr beispielsweise Aufklärungsergebnisse. Wenn sie über Syrien fliegt, da ist die Gefahr da, ja, dass die Türkei diese Informationen im Kampf gegen die Kurden missbraucht. Ein Problem, auf das wir sie immer wieder hingewiesen haben. Und ein weiteres Problem sind bestimmte rechtliche Punkte in diesem Mandat. Und jetzt muss ich mal in Richtung der Rechtspopulisten sagen. Also Sie machen sich generell hier lächerlich, wenn Sie von Ehrlichkeit und von Anstand sprechen. Aber ich kann Ihnen auch nur empfehlen, nach Ihrer Rede ohne jegliche Sachkenntnis zum Islam, zu der Situation im Irak und in Syrien und auch das, was Sie an juristischen Ausführungen gemacht haben, war voller Fehler. Also Sie sollten sich vielleicht wenigstens kurz mit dem Gegenstand beschäftigen, über den Sie hier reden. Meine Damen und Herren, im Rahmen der leider gescheiterten Sondierungsgespräche haben wir auch intensiv miteinander darüber diskutiert, wie man dieses Mandat verbessern und eventuell weiterentwickeln kann, wie man sich von den problematischen Komponenten verabschieden kann, wie man den Einsatzrahmen so gestalten kann, dass er den rechtlichen Vorgaben entspricht. Und ich kann die Bundesregierung nur auffordern, für das nächste Mandat genau diese Maßnahmen in Angriff zu nehmen und das besser heute als morgen zu tun. Meine Damen und Herren, wenn auch die Terroristen auf den ersten Blick aus den Städten vertrieben sein mögen, dann ist das eben nur der Anfang. Nach wie vor sollte uns die Frage beschäftigen, wie können wir den Menschen in Syrien und im Irak helfen, wie können wir sie unterstützen, wie können wir dazu beitragen, dass es langfristig eine Verbesserung der Lage gibt und dass das Leid gelindert wird. Ja, Herr Außenminister, dazu gehört, dass man das Erste, das Sichtbare beseitigt, die Minen und die Sprengfallen. Aber es muss auch noch für eine Reihe von Jahren ein hohes Maß an schneller humanitärer Hilfe aufrechterhalten werden. Aber es geht auch um Dinge und Worte und Überlegungen für politische Konzepte, für Versöhnung. Es geht darum, dass man diplomatischen Druck auf die Staaten ausübt, die dort die Lage immer wieder verschlimmern und verkomplizieren. Und es muss um Versöhnung gehen, es muss darum gehen, dass die fragile Situation, ja, gelöst wird, auch langfristig. Ja, dafür braucht es Hartnäckigkeit, dafür braucht es Einsatz, dafür braucht es mehr Einsatz auch für eine gemeinsame Strategie unter einem Dach der Vereinten Nationen. Ich glaube, dass wir insbesondere mit Blick auf den Irak, wo wir sehen, dass aus alten Gräben neue Konflikte, neue Gewalt zu entstehen droht, unsere Rolle als Bundesrepublik Deutschland dazu nutzen sollten, genau versöhnungspolitische Prozesse voranzubringen. Da können Sie mehr tun, tun Sie das auch.
Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Henning.